Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie heute zu einem Thema, was mich häufig in der Sprechstunde, vor allem im Winter, beschäftigt. Das ist die verstopfte Nase oder die behinderte Nasenatmung. Vor allem für kleine Babys ein Riesenproblem und damit auch für die Eltern. Ich teile dieses Video einmal in genau diesen Bereich der kleinen Kinder und in den Bereich der größeren. Es geht bei der behinderten Nasenatmung darum, dass im Prinzip eine kleine Ursache eine riesengroße Wirkung hat, und zwar eine in der Regel sehr negative Wirkung, insbesondere in der Nacht. Wenn das Schlafen beeinträchtigt ist, dann leidet die ganze Familie darunter. Bei kleinen Babys, die noch gestillt werden oder mit der Flasche ernährt werden, da macht sich die verstopfte Nase bemerkbar darin, dass sie schlechter trinken und damit das Gedeihen gestört ist. Also tatsächlich ein wichtiges Thema. Und ich werde in diesem Video versuchen, Ihnen klarzumachen, dass man oft mit wenig Aufwand eine große Wirkung erzeugen kann. Zunächst einmal, eine Nase bei Babys ist, genauso wie das Baby selbst, sehr klein. Das heißt, die Gänge in der Nase sind noch einmal deutlich kleiner als bei uns Erwachsenen. Und wenn wir einen Schnupfen haben, dann merken wir sehr wohl, wie schlimm das ist, wenn wir kaum Luft kriegen. Und bei uns braucht es einen richtigen Schnupfen, dass die Nase richtig zu ist. Und bei Babys, wo eh schon alles sehr klein ist, braucht es nur ganz wenig. Und dann ist die Nase so behindert, dass ein freies Atmen nicht mehr möglich ist. Also allein die Anatomie ist daran schuld, dass Babys relativ schnell ein Problem mit einer behinderte Nasenatmung bekommen. Es muss nicht mal ein Schnupfen sein, es genügt die trockene Luft in einem Raum, welche dazu führt, dass die Nase zugeht. Wichtig: Sie beobachten, wenn Sie mit Ihrem Baby draußen sind, dass es an der frischen Luft dieses Problem gar nicht gibt. Das garantiere ich Ihnen. Draußen schläft Ihr Kind ruhig beim Spazierengehen. Warum ist das so? Draußen, vor allem im Winter, ist die Luft deutlich kühler und vor allem ist sie deutlich feuchter als drinnen. Und allein das führt dazu, dass die Nasenschleimhaut abschwillt, die Nasenatmung frei wird. Was schließt sich daraus für das Vorgehen im Schlafzimmer? Sie machen einfach die gleiche Bedingung wie draußen. Sie öffnen das Fenster und machen die Heizung zu, so dass es möglichst kühl und möglichst feucht im Schlafzimmer wird. Allein das führt schon zu einer Besserung der Situation. Und dann haben Sie selbst bei sich auch schon die Beobachtung gemacht, wenn Sie Schnupfen haben und sich flach hinlegen, dass dann die Nase recht schnell zugeht. Sie nehmen ein zweites Kissen oder Sie schlafen im Wohnzimmersessel mit erhöhtem Oberkörper und merken, dann ist die Nase freier. Was machen Sie mit einem Baby? Das Baby darf nicht mit einem Kopfkissen schlafen. Grundsätzlich nicht. Ich habe das in einem Video über das Kissenverbot versucht deutlich zu machen. Aber es geht ganz einfach, indem Sie das Bett schräg stellen. Ich weiß aus meiner Sprechstundenerfahrung, dass man damit oft gar nichts anfangen kann. Deshalb hier das Bild dazu, was das bedeutet. Sie sehen das schiefgestellte Bett. Am einfachsten nimmt man ein paar Bücher oder, wenn man hat, ein Holzteil, einen Balken und stellt das ganze Bett so schräg, dass es eine schiefe Ebene bildet und das Kind gerade mit der Wirbelsäule liegt und dennoch die Nase der höchste Punkt des Körpers darstellt. Diese Hochlagerung führt dazu, dass die Nase ebenfalls deutlich freier wird. Jeder weiß, dass es entsprechende Substanzen gibt, die ebenfalls dazu beitragen, die Nase zu öffnen. Das Engelwurzbalsam zum Beispiel oder auch die Zwiebel mit ihrem ätherischen Öl. Wenn Sie einen Balsam mit Engelwurz um die Nase herum auftragen, vorausgesetzt die Haut des Babys verträgt das, dann führt das zu einem tieferen Einatmen und einem Öffnen der Atemwege. Und eine Zwiebel, die Sie aufschneiden, eine frische, rohe Zwiebel und auf einen Teller legen oder ein Säckchen damit machen, welches Sie ans Bett hängen. Und das Kind atmet diesen Zwiebelduft ein, dann ist das von der Wirkung her wie ein ätherisches Öl, das die ganze Nacht über wirkt und die Nasenatmung deutlich befreit. Probieren Sie es aus. Sie werden merken, Sie können damit viel erreichen.
Jeder weiß auch, dass man die Nasen von Babys spülen kann mit Salzlösungen. Das funktioniert, ja. Man muss nur wissen, dass man richtig mit Schmackes das durchführen muss. Also man füllt die Pipette von diesen Kochsalznasentropfen zur Hälfte und spült dann mit so richtig mit Schmackes die Nase durch. Das lieben die Babys zwar nicht, aber nur das führt dazu, dass tatsächlich die Nase freigespült wird. Danach prusten und schimpfen und oft niesen die Kinder dann und so wird die Nase auch frei. Dann kann man die Nase absaugen. Dazu muss ich sagen, das bringt in der Regel ganz wenig, wenn Sie einen kleinen Handsauger benutzen. Damit saugen Sie die Vorkammer der Nase ab. Die ist aber nie das Problem bei der behinderten Nasenatmung. Das ist also mehr etwas, was Ihren Aktionismusdrang zwar befriedigt, aber nicht wirklich zur Nasenbefreiung führt. Das werden Sie merken, wenn Sie das ausprobieren. Es gibt so richtige Profi-Geräte in Anführungszeichen, die man an den Staubsauger anschließt. Die haben tatsächlich einen Effekt, was das Absaugen der gesamten Nase angeht, funktionieren aber nur dann, wenn wirklich das Sekret in flüssiger Form in starker Ausprägung vorhanden ist, welches die Nase verstopft. Dieses Sekret kann man absaugen und danach ist es tatsächlich freier. Meine Erfahrung ist, dass es oft eine Kombination ist, wenn ein Kind eine behinderte Nasenatmung ist. Also nicht nur Sekret, sondern eben auch Schwellung der Schleimhaut. Und wenn die Schwellung überwiegt, dann nützt auch dieses Absaugen mit diesem Spezialaufsatz für den Staubsauger nichts. Dann, ich sage das bewusst, erst zum Schluss meiner Aufzählung, gibt es natürlich abschwellende Nasentropfen. Die haben in der Regel einen ziemlich sicheren Effekt. Sie wirken auf die Blutgefäße in der Nasenschleimhaut. Diese Substanz, die in diesen abschwellenden Nasentropfen drin ist, die wirkt abschwellend auf die Blutgefäße. Wenn die Blutgefäße in der Schleimhaut dünner werden, dann wird die Schleimhaut dünner. Und so funktioniert das. Das funktioniert ziemlich sicher. Es hat eine begrenzte Wirkdauer. Das ist das eine Problem. Maximal 2 bis 4 Stunden. Viel länger wirkt das nicht. Und es hat ein ganz großes Problem dann, wenn Sie diese Nasentropfen, diese abschwellenden Nasentropfen, über einen längeren Zeitraum Ihrem Kind oder auch sich selbst geben. Und mit längerem Zeitraum ist gemeint, länger als eine Woche, mehrmals am Tag gegeben, dann führen diese Tropfen zu einer Schädigung der Nasenschleimhaut. Das will niemand, also ich am allerwenigsten und rate Ihnen deshalb davon ab, das als anzufangen, das regelmäßig zu benutzen. Aber in der Regel verschreibe ich diese Nasentropfen deshalb gerne, weil manchmal nichts anderes hilft. Und wenn man das ab und zu mal braucht, einmal in der Nacht und auch von mir aus über ein paar Tage, wenn der Schnupfen ganz stark ist, dann passiert da gar nichts. Da brauchen Sie keine Angst haben. Wenn Sie tagsüber statt Nasentropfen gehen mit Ihrem Kind rausgehen, dann hat es draußen auf jeden Fall eine freie Nase. Und jetzt zu den verstopften Nasen, zu den behinderten Nasenatmungen bei den Jugendlichen, bei den großen Kindern, bei den Erwachsenen. Dahinter steckt dann meistens das Problem, dass sie ein anatomisches Problem haben, wegen dem die Nasenatmung behindert ist. Oft nur nachts, aber manchmal auch tagsüber. Diese Menschen sind erheblich beeinträchtigt. In der Regel gehen sie zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und der schaut sich das dann genau an. Er entdeckt dann entweder große Polypen, die im hinteren Nasenraum sitzen und einfach mechanisch das Volumen der Nase verlegen. Und manchmal steckt auch eine Nasenscheidewandverkrümmung dahinter, die zumindest mal eine Seite einer Nase beeinträchtigt. Diese Menschen leiden. Diese Menschen neigen dazu, diese Sprays, die ihnen sofort Linderung verschaffen, dauerhaft zu benutzen. Ich habe es vorher schon erwähnt, diese Gefahr, die bei kleinen Kindern herrscht, die gilt genauso auch für die Schleimhaut der Erwachsenen, der großen Menschen. Diese Sprays, wenn man sie dauerhaft länger als eine Woche am Stück quasi immer wieder anwendet, sie trocknen die Schleimhäute aus und sie machen die Schleimhäute kaputt. Es entsteht eine gewisse Abhängigkeit und das rate ich Ihnen dringend, dass Sie alles tun, um genau das zu verhindern. Die Tipps, die für Babys gelten, gelten natürlich auch für die großen Menschen. Aber sollten Polypen die Nasenwege behindern,
dann hilft in der Regel nur die Entfernung der Polypen. Das kann mit Hilfe von Cortison-Nasensprays manchmal gelingen. Das machen Sie in Absprache mit dem HNO-Arzt oder mit Ihrem behandelnden Arzt. Manchmal gelingt das tatsächlich. Es ist ein Versuch manchmal wert. Aber ich kann Ihnen sagen, aufgrund meiner Erfahrung, in 80% aller Fälle, wo Polypen operativ entfernt wurden, ist danach auch wirklich eine zufriedenstellende Situation erreicht. Also die meisten profitieren von einer solchen Operation. Bei Kindern ist die Polypenentfernung aus diesem Grund die häufigste Operation. Sie wird heutzutage ambulant durchgeführt und hat bis auf das Narkoserisiko und das Nachblutungsrisiko sonst keine größeren Probleme nach sich. Und dann noch ein Aspekt, der auch dazu gehört, wenn es um die behinderte Nasenatmung geht. Das ist der Bereich Allergie. Ein Mensch, der allergisch ist, zum Beispiel auf Hausstaubmilben oder auf Pollen, reagiert mit seiner Schleimhaut, mit einer Schwellung und damit mit einer behinderten Nasenatmung. Wenn man das erkennt, durch entsprechende Tests nachweist und entsprechend behandelt, wie auch immer, wenn die Allergie im Griff ist, dann wird auch die Nasenschleimhaut wieder mehr Platz freigeben für eine freie Nasenatmung. Ich denke, mit diesem etwas langen Video habe ich Ihnen den Blick öffnen können für das Problem der verstopften Nase und hoffe, dazu beigetragen zu haben, dass Sie zu einer befriedigenden Lösung kommen. Ans Ohr fasst, öfters ans Ohr fasst. Und die jungen Mütter und Väter machen sich Sorgen, ob sich dahinter etwas Schlimmeres verstecken könnte, ob vielleicht eine Ohrentzündung vorliegt. Und das ist der Grund, warum sie mir vorgestellt werden. Es fasst sich ständig ans Ohr. Das waren einmal 4 schöne Schneidezähne. Und offensichtlich hat dieses Kind irgendeinen Fehler gemacht. Oder genauer gesagt, die Eltern haben einen Fehler gemacht. Es geht um das ideale Getränk.